Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier die Anti-Stress-Tomate. Die habe ich euch letztens schon gezeigt und ich habe die hier oben so geöffnet und da kam das ganze Wasser raus. Und da hatte ich mich gefragt, ob man die auch mit irgendwas anderem füllen kann und vielleicht dann wieder verschließen kann und dann hat man wieder eine neue Anti-Stress-Tomate. Ich habe mich entschieden, da jetzt diesen Schleimeschlamm von den Euchis reinzufüllen. Diejenigen von euch, die mich kennen, wissen, ich liebe diesen Schleim. Das ist wirklich der coolste Schleim überhaupt oder einer der coolsten Schleimsorten. Dieser grüne, richtig glibberige Schleim und den versuche ich da unten reinzufüllen. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe hier auch noch eine Heißklebepistole. Damit versuche ich das Ganze dann wieder zuzukleben. Also das ist mein Plan, Stresstomate mit grünem Schleim auffüllen und ihr könnt dabei sein. So, ich öffne also erstmal wieder hier die Tomate und nehme mir Schleim. Ich muss das erstmal ein bisschen größer öffnen, damit ich den Schleim da auch reinkriege. Oh, die ist jetzt schon ein bisschen wieder gefüllt, aber da muss auf jeden Fall noch mehr Schleim rein. Öffnen und der Schleim klebt fest. Den Schleim reinstopfen. Ich glaube, so ist die schon mal ganz gut gefüllt, die Tomate. Wenn ich das jetzt hier noch wieder zukriege, dann wäre das perfekt. So, ich versuche den Schleim hier gut reinzustopfen. Ja, das hat auch gut funktioniert. Jetzt kommt noch hier gleich der Deckel drauf. So. Finger drauf und jetzt brauche ich noch meine Heißklebe. Damit werde ich das Ganze jetzt hier gut zukleben. Oh, da kommt aber auch schon wieder der Schleim raus. Ah, nee, ich glaube, das so funktioniert das noch nicht. Nee, fehlgeschlagen. Da ist jetzt direkt der Schleim an die Heißklebe gekommen und dadurch ist das direkt hart geworden und man konnte es nicht ankleben. Der Schleim ist ja so ein bisschen feucht. Also nochmal versuchen, den Schleim hier richtig reinzustopfen. So. Zuhalten. Und Heißklebe. Und jetzt lasse ich das Ganze kurz trocknen. Während ich das jetzt trocknen lasse, drückt sich hier oben leider schon wieder der Schleim raus. Das hat nicht so gut funktioniert mit der Heißklebe. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen weiter trocknen. Oh, die ist auch noch ein bisschen feucht. Also lieber noch ein bisschen warten, aber hier kommt schon wieder Glibberschleim raus. Vielleicht einfach kurz noch geduldig sein und dann schauen wir mal, was damit mit diesem Glibber da oben passiert. Die Heißklebe ist jetzt hart geworden. Es fühlt sich jetzt hier hart an. Leider ist hier so eine Schleimblase entstanden. Also hier ist Klebstoff und darunter ist Schleim. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich die Tomate ein bisschen drücke. Ah, nee. Leider kommt der Schleim direkt wieder raus. Nee, das hat also leider nicht funktioniert. Vielleicht muss ich mir noch mal überlegen, dass man einen anderen Klebstoff verwendet. Dass man das dann wirklich richtig gut verschließen kann. Also, dass man hier so Klebstoff aufträgt und da dann direkt dieses Grün dran steckt und dann hält es vielleicht zu. Ja, jetzt leider fehlgeschlagen. Experiment ist nicht geglückt. Aber vielleicht fällt mir ja nochmal wirklich was Besseres ein. Oder vielleicht fülle ich da nicht diesen Schleim rein, sondern irgendwas anderes. Vielleicht habt ihr noch Ideen. Gerne einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Experiment so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut uns auch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!